Pferdewetten 15.09.2019 Mount Gambier/Australia String Theory Autor D. Seltzer McKenzie YouTube. Heute ist Sonntag, der 15. September 2019 und ich werde gleich im australischen Mount Gambier das dortige vierte Jahr Können des Tages wetten, über 1.400 dieser und einem Preisgeld von 17.500 australischen Dollars, welches um 6.30 Uhr, dann ist es soll bereits Nachmittag gestartet wird. Hier die Daten der teilnehmenden Pferde. Pferd Nummer 1 Vorek Ast 485, ein 7-jähriger Wallach 58 Kilo Kurzform 52935 und das Pferd hat 18 Starts und 2 Plätze. Pferd Nummer 2 Vorek Ast 457, ein 7-jähriger Wallach 58 Kilo Kurzform 482,70, das Wetter bisher 8 Starts und 1 Platz. Pferd Nummer 3 Vorek Ast 237, ein 4-jähriger Wallach 58 Kilo Kurzform 3963, das Wetter bisher viel Starts 2 Plätze. Pferd Nummer 4 Vorek Ast 571, ein 4-jähriger Wallach mit 58 Kilo Kurzform 87079, das Pferd hat bisher 9 Starts. Pferd Nummer 5 startet nicht, ein 7-jähriger Wallach mit 58 Kilogramm, Kurzform 69066, das Pferd hat bisher 20 Starts und 6 Plätze. Pferd Nummer 6 Vorek Ast 102, ein 4-jähriger Wallach mit 58 Kilogramm, Kurzform 45443 und das Pferd hat bisher 5 Starts und 1 Platz. Pferd Nummer 7 Vorek Ast 16, Kurzform 22333 und das Pferd hat bisher 4 Starts und 4 Plätze. Pferd Nummer 8 startet nicht, eine 5-jährige Stute mit 56 Kilogramm, Kurzform 0-7 und das Pferd hat bisher 2 Starts. Pferd Nummer 9 Vorek Ast 246, eine 4-jährige Stute mit 56 Kilogramm Kurzform 34652 und das Pferd hat bisher 11 Starts und 4 Plätze. Pferd Nummer 10 Vorek Ast 142, eine 4-jährige Stute mit 56 Kilogramm, Kurzform 265 und das Pferd hat bisher 3 Starts und 1 Platz. Pferd Nummer 11 Vorek Ast 1881, eine 5-jährige Stute mit 56 Kilogramm Kurzform 80695 und das Pferd hat bisher 5 Starts. Pferd Nummer 12 startet nicht, eine 6-jährige Stute mit 56 Kilogramm Kurzform 90837. Pferd Nummer 13 startet ebenfalls nicht, eine 4-jährige Stute mit 56 Kilogramm Kurzform 5-27-6 und das Pferd hat bisher 4 Starts und 1 Platz. Pferd Nummer 14 Vorek Ast 491, eine 3-jährige Stute mit 54 Kilogramm. Pferd Nummer 15 startet nicht, ein 6-jähriger Wallach mit 58 Kilogramm Kurzform 78666 und das Pferd hat bisher 4 Starts und 3 Plätze. Ich rechne jetzt mit Hilfe der Quantenmechanik aus, welche Pferde als Siegpferde in Frage kommen könnten und welche Pferde ich wetten sollte. Ich wette Pferd 7, Pferd 9, Pferd 17. Nun startet das Rennen. Pferd Nummer 9 gewinnt und es wird eine Quote von 246, also dem 24,6-fachen bezahlt.